Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und das letzte, ja, ist schon ein paar Wochen her. Ich bin sozusagen zurück aus meinem Retreat. Ich bin schon länger wieder mitten in der Arbeit und habe auch wirklich richtig einiges um die Ohren, was auch der Grund dafür ist, dass ich jetzt mal die Gelegenheit nutze und die Zeit bis zum nächsten Termin, die ich jetzt habe, hier im Auto warte, beziehungsweise endlich ein neues Video aufnehme. Und zwar geht es um, ja, wie immer, aber es geht um ein wichtiges Thema, denn, ja, auch wieder aus einem letzten Coaching-Gespräch, und zwar ging es darum, dass da jemand ein Ziel hatte und will dieses Ziel erreichen und findet jetzt aber den Weg zum Ziel einfach anstrengend, mühsam und macht ihm auch gar keinen Spaß, aber er will unbedingt dieses Ziel erreichen. Und ja, macht dafür eigentlich alles. Das ist auch soweit richtig cool, also für sein Ziel alles zu geben und dran zu bleiben, das ist auch genau richtig. Anders funktioniert es nämlich nicht. Aber man sollte immer dabei berücksichtigen, dass man dann auch einen Weg geht, der einem Freude macht, weil der Weg ist meistens länger als das Ziel. Und es gibt also diesen schönen Spruch, der da heißt, der Weg ist das Ziel. Ich sehe das nicht ganz so. Ich würde sagen, oder ich sage, der Weg gehört zum Ziel dazu. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und wenn ich mir ein Ziel setze und mir überlege, was möchte ich denn erreichen, dann sollte ich auch mal überlegen, wie ist denn der Weg bis dahin? Und mag ich diesen Weg gehen? Macht der Weg mir Freude? Und das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer wieder auch sage, hey, habt Spaß bei allem, was ihr tut. Findet was, was euch Freude macht, was euch erfüllt. Weil damit verbringt man dann eine ganze Menge Zeit. Denn auf diesem Weg läuft man vielleicht ein paar Jahre, bis man sein Ziel erreicht hat. Und ein weiterer Punkt ist auch, wenn jemand nur auf sein Ziel fixiert ist, dann kann ich euch aus Erfahrung mit vielen Coaching-Gesprächen sagen, dass derjenige, der nur das Ziel erreichen will, dann relativ oft in ein Loch fällt, wenn er das Ziel erreicht hat. Denn was dann? Ja, kann man sagen, naja, mache ich einfach neue Ziele. Ja klar, kann man dann neue Ziele machen, aber man war vielleicht über viele Jahre, also man sieht es bei Spitzensportlern relativ oft, die dann fixiert sind auf bestimmten Karriereplanstufen und wenn die das dann erreicht haben, dann fallen die erstmal in ein Loch, weil was kommt dann? Darüber machen die sich vorher nicht wirklich Gedanken, denn die sind voll fixiert auf ihr Ziel. Und das kann relativ wenig passieren, wenn man sich ein bisschen auch mit dem Weg beschäftigt und überlegt, dass dieses Ziel auch nur eine Etappe ist. Und von dem her mag ich euch da ans Herz legen, wenn ihr Ziel habt, dann überlegt euch dazu den Weg, der nötig ist. Und wenn ihr nicht bereit seid, diesen Weg zu gehen und dieser Weg euch vielleicht auch keinen Spaß macht, sucht euch vielleicht ein anderes Ziel, sucht euch vielleicht eine andere Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, in irgendeiner abgewandelten Form, weil ihr verbringt so viel mehr Zeit auf dem Weg als am Zielpunkt, dass es wirklich Sinn macht, sich darüber mal Gedanken zu machen. So. Das heute so als neues Video zum Einstieg in, ja, jetzt wieder ein regelmäßiger Upload natürlich. Auch wenn ich gerade wirklich, wow, also, ja. Aber da kommen wirklich, also auch mein Retreat hat mir ein paar tolle Sachen für mich, weil ich mache das immer so in der Mitte des Jahres, um zu gucken, wo stehe ich, wie ist die erste Hälfte des Jahres gelaufen, wie möchte ich, dass die zweite Hälfte verläuft, was hat sich vielleicht bei meinem Ziel verändert, was hat sich auf meinen Wegen ergeben. Ich finde so eine, ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, sowas immer in der Mitte des Jahres mal zu machen. So mit bisschen mehr Zeit. Natürlich Überprüfung der Ziele und des Wegs immer mal wieder. Aber wirklich sich mal so zurückzuziehen, ein paar Tage sich Zeit zu nehmen und das alles Revue passieren zu lassen, um zu gucken, wo geht die Reise jetzt weiterhin, macht Sinn, nicht nur am Anfang oder Ende des Jahres, sondern mal so in der Mitte auch.
Also ich mache es zumindest so. Und da kamen mir ganz tolle Ideen und eine kleine Korrektur meines Weges. Und da bin ich schon voller Freude, denn ich werde zwei neue Sachen ins Leben rufen. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Kriegt ihr aber auf alle Fälle mit. In dem Sinne, hey, habt Spaß. Habt Spaß bei allem, was ihr tut. Und bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.